vielen Dank an Onkel Raffi, der sein Auto vor meiner Garage geparkt hat. Und dann seinen Hamburg-Trip verlängert hat. Und ich muss dringend mit meinem Auto rausfahren. Mein Lieber, was machen wir denn jetzt? Ja, den Filter brauche ich jetzt. Was wollte ich sagen? Also meine Stimme hat es auf jeden Fall ein ganz kleines bisschen verabschiedet übers Wochenende. Hier drüben, der Koffer muss noch ausgepackt werden. Übrigens, die Garage ist jetzt wieder frei. Gestern kam noch ein Freund vorbei und hat Raffis Wagen weggeparkt. Das heißt, ich gehe jetzt gleich die Kinder abholen. Ich freue mich ganz, 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 ganz doll auf die Zeit mit den zwei. Und ich habe den beiden versprochen, dass wir eine Bootstour machen. Egal ob Tretboot oder Bootboot oder keine Ahnung was, habe ich versprochen, muss ich durchziehen. Ich brauche ein Boot. Also ein Tretboot reicht. Auch wenn ich gefühlt jeden Tag gerade 500 Euro verlose, will ich natürlich auch der Ehrenmann sein. Darum, ich verlose ganz spontan 500 Euro unter allen Leuten, die meinen neuen Beitrag liken. Seid dabei. Ich würde sagen, ich überweise morgen einem 500 Euro. Ja. Grüße gehen raus. Ich mache mich jetzt fertig. Und boah, ich werde jetzt erstmal mir irgendwie irgendwas ins Gesicht. Vertrauens hat einen neuen Hack für euch, und zwar, wenn ich mir irgendwann so richtig am Sack aussehe, haue ich mir einfach so einen Eiswürfel ins Gesicht. Habe ich auf TikTok gesehen, und die das gemacht hatte, die hatte richtig glatte Haut. Wahrscheinlich bin ich auf irgendeinen Scam reingefallen, wie immer. Aber es soll auch, glaube ich, nicht so gut sein, ne? Ihr macht euch, glaube ich, irgendwelche Haut vorne mit kaputt. Aber ich dachte mir, komm, boah, es wird jetzt richtig rot. Ich habe sogar, Moment, zeige ich euch. Okay, es ist leider noch nicht fertig, aber schaut mal, kannst du mal aufgehen hier. Dieses Ding, das ist so ein Eiswürfelhaltergerät. Also kennt ihr Menschen, die gar nicht erklären können. Das ist einfach, da ist ein Eiswürfel drin, das sieht dann so aus, tschung tschung, und dann könnt ihr euch damit so im Gesicht rumreiben. Ich bin also nicht der Einzige, der sich Eis ins Gesicht reibt. Okay, tschüss. Sommerli, Essen ist fertig. Sieht mal wieder super aus, und dann kommt mein Teller. Ja, aber Prost, würde ich sagen. Guten Appetit. Mich hat gerade ein Paket erreicht, und zwar vom lieben Mike mit einem seinem neuen Hoodie. Finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut. Steht mir. Ehrlich? Mhm. Ja? Ja. Finde ich auch. Sehr, sehr schön. Aber kannst du morgen versuchen, da... Dafür musst du machen. Ich mach dir morgen einen Zopf, ja. Bis gleich.